Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So Leute, weiter geht's. Hinter uns steht sie schon, die gute Randvi. Und wir sollen... Komm her. Ihr wolltet das alle sehen. Gibt's zu, Männers. So. Ne, wir wollen mit ihr reden, denn es geht wieder nach Finnland. Winland, wie auch immer. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. In der heutigen Folge geht es wieder nach Finnland. Guck mal, wir müssen eigentlich nur noch drei Verbündete zu uns holen. Aber jetzt geht es erstmal wieder nach Finnland. Was kannst du mir über Winland sagen? Ist es wahr oder nur ein Märchen? Märchen oder nicht. Ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ich gehe sofort und beende das Leben Gorm Cute wie sonst dort, wo keine Valkyrie ihn finden kann. Die Reise ist lang, Eivor. Sei vorsichtig. Nach Winland, Leute, nach Winland. Einfach mal zwischendrin machen wir die Mission jetzt. Weil, ja, Zähnchen, warum soll ich die nicht jetzt schon machen? Weil, da ist empfohlene Stärke 0. Die ferne Land Winland, von dem kaum jemand weiß und das nur durch mühsame Fahrt über einen eisigen Walstraße erreicht werden kann, ist weitläufig und wird von einem unbekannten Volk bewohnt. Warum nicht? Also ich meine, nach Jötheim kann ich nicht. 190 ist mir ein bisschen stark. Und der andere Quark hier, können wir ja später noch machen. Aber wir haben gesagt, wir machen Story weitestgehend. Und von daher. So. Sprich mit Nessa. Nessa am Hafen. Mit Nessa, okay. Das wird ja noch nicht zu Ende sein, das Spiel, wenn ich da jetzt hinfahre. Die wird ja noch zurückkommen. Wir müssen ja Sigurd noch befreien. Also von daher... Das ist Eivor ja nur zwischendrin. Das ist ja nur zwischendrin. Sei gegrüßt, Eivor. Dach. Aber einfach mal ein bisschen Abwechslung. Einen schönen Tag noch, Fremde. Nessa, nicht wahr? Ich bin Eivor. Randvi sagte, du wärst meine Führerin. So ist es. Du willst über die See ins Land des heiligen Brynin reisen, nicht wahr? Randvi nannte es Winland. Das ist dasselbe. Die Überfahrt dauert 3 Wochen mit dem Langschiff. Sie ist mühsam, fad und möglicherweise tödlich. Falls wir sie überleben, bezahle ich dich. Eivor, bevor du gehst, du musst dich bei deiner Ankunft als Trell verkleiden. Andernfalls würdest du zu viel Aufsehen erregen. Gorm leitet das neue Lager. Du kannst davon ausgehen, dass ihm fast alle treu ergeben sind. Guter Einwand. Ich bin nur um unsere geschätzte Drängar bedacht. Eins vorweg, Eivor. Mein Schiff, meine Regeln. Zweitens, du befolgst die Regeln. Drittens, wer meine Regeln befolgt, überlebt. Verstanden. Gut. Lass mich wissen, wann du bereit bist. Dann brechen wir auf. Wenn du nach Finnland reist, musst du deine Ausrüstung und deinen Besitz bis zur Rückkehr zurücklassen. Ja und? Können wir doch. Gib nur den Befehl und wir brechen auf. Können wir doch, oder nicht? Leute, ab nach Finnland, würde ich sagen. Winland. Auf nach Winland. Los. Spring rein, wir brechen jetzt auf. Drei kalte Wochen auf der Walstraße. Vorbei an Eisbergen und Steinreichen. Durch Sagerlande. Ein weiter Weg, nur um einen Mann zu töten. Gorm Kjötvison, Sohn des Erzfeindes meines Vaters. Welch düstere Taten führen den Orden so weit über das offene Meer?
Sie hat das Sagen. Ich sollte vorsichtig sein. Hier gibt es keine Freunde. Du! Du siehst stärker als die anderen aus. Wie heißt du? Jora, aus Jofavik. Jora? Du heißt Pferd? Mein Vater wollte nie Kinder. Wo sind wir hier? Nyhöfen. Unwirtlich und auf keiner Karte zu finden. Siedeln wir hier? Das ist nicht das Ziel. In den Wäldern gibt es zu viele Wilde. Sind sie gefährlich? Du stellst zu viele Fragen, Pferd. Deine Aufgabe ist es, zu schweigen und mir zu gehorchen. Jetzt entlade dieses Schiff und dann bekommst du ein paar leckere Möhren. Hilda! Hilda! Hilda, wir können Olaf nicht finden. Bei Lokis Arsch, nicht schon wieder. Ohne seine Führung können wir Gorm keine Vorräte schicken. Dann bringt, was wir an Vorräten haben, zu den nächsten Lagern. Gorms Leute erledigen den Rest. Lass mich gehen. Ich kann alles tragen, was Gorm braucht. Das ist Olafs Aufgabe, Pferd. Nicht deine. Du bleibst schön im Hafen und fällst nicht auf. Erkundige dich nach Olaf. Irgendwer muss wissen, wohin er gegangen ist. Wenn ich diesen Olaf finde, kann er mir vielleicht sagen, wo Gorm ist. Olaf, Leute. Ich muss sehen, was du siehst. Aber sie kann mir nichts zeigen hier. Okay, dann willkommen in Finnland. Winland. In Finn-Winland. Aber erstmal geben wir die zwei Fähigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte, höre ich durch. So, dann gehen wir mal hier lang. Was haben wir da noch? Verstärkte Pfeile. Mit dieser Fähigkeit brechen Pfeile nie ab. Können von gefallenen Gegnern zurückgeholt werden. Puh, ist jetzt nicht so geil irgendwie. Können wir bei Gelb weitermachen eigentlich. Finde ich. Was hatten wir denn hier? Automat. Ja. Automatisch plündern ist super. Gab es nicht eine Wikinger-Szene bei SpongeBob mit Olaf? Keine Ahnung. Da bin ich raus. SpongeBob kann ich mir nicht geben, ehrlich gesagt. So, wir haben da eine Schaufel aus Gorms Lager. Von wegen. Hast du das Helgi, Lager mal gesehen? Gieß mir ein Horn von deinem guten Honig. Wir haben hier nämlich einmal einen Ausguck. Den werden wir gleich mal holen. Zeig mal die Karte. Ich kann nicht weiter wegzoomen, Leute. Ich kann nur ranzoomen. Es scheint nicht ganz so groß zu sein. Quasi ein Landesteil. Aber reicht ja. Wir sollen ja auch eigentlich nur den Typen töten. Typen töten. Jo, schlaf gut, Tina. Mach's gut. So, dann synchronisieren wir gleich mal da oben. Ich gehe zwar davon aus, dass wir hier nicht großartig Schnellreise machen müssen. Aber was wir haben, haben wir. Es hat sich schon so einige Male als wichtig herausgestellt. Kannst du nicht um die Ecke? Ich kann nicht um die Ecke, Leute. Jetzt. So. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Das gute alte Winland, wer kennt's nicht? Götter, solch einen Ort sah ich noch nie. Astrodon, um auf deine Frage zu kommen, ob das Spiel so verbuggt ist, wie alle sagen. Ich sag mal so, wenn du danach suchst, findest du auf jeden Fall Bugs. Wenn du darauf achtest, findest du auch Bugs. Wenn du trotzdem Bock auf Wikinger hast, ist es dir scheißegal. Ich weiß, das Spiel wird von vielen halt immer so ein bisschen... Götter, solch einen Ort sah ich noch nie. Es ist so still und nirgends ein Gebäude aus Stein. Ja, die sagt das gleiche nochmal. Auf jeden Fall, die Leute haten das Spiel ganz schön, das weiß ich, aber doch in die Richtung. Aber da ich Wikinger mag, finde ich es ganz cool. Klar wiederholt sich öfter mal die Quest und so, aber ja, und
jetzt? Was soll ich hier? Das ist irgendwann eine Quest wahrscheinlich. Weil mehr sehe ich hier nicht. Nun ja. So, was sollen wir denn überhaupt machen? Finde Hinweise zu Gorms Verbleib. Die Menschen am Hafen haben vielleicht Gerüchte gehört. Na gut, dann gehen wir wieder zum Hafen. Meinetwegen. Ja, das Setting finde ich halt ultra nice, aber das, was gesagt wird, schreckt ein bisschen ab. Aber ich sag mal so, ich spiele es jetzt 36 Stunden circa und ich habe immer noch Bock. Ich will wissen, wie es zu Ende geht, die Story. Zerschlug es auf Olafs Kopf, gleich drüben im Lager. Bei Thors Hammer, mir reicht es hier. Schick mich nach Hause, Helgi. Bitte. So, jetzt sollen wir mit den Leuten reden hier, oder was? Ich hörte, Gorm hätte Olaf ausgepeitscht. Ja, der Dummkopf hat ihn bestohlen, um mit den Skrellinger zu handeln. Also hat er ihn ins Lager gezerrt und verprügelt. Das erklärt das Durcheinander. Olaf hat mit Einheimischen gehandelt. Gut zu wissen, dass es hier noch andere Menschen gibt. Das muss ich so tun, als ob... Er hat Olaf geschlagen, hat ihn verprügelt und im Lagerhaus eingesperrt. Weißt du auch warum? Weil Olaf Gorm bestohlen hat und erwischt wurde. Du stiehlst nicht, oder? Nein, nein! Gut, jetzt weniger jammern, mehr arbeiten. Wo ist das Lagerhaus? Gut, jetzt weniger jammern, mehr arbeiten. Gorms Lagerhaus. Ein guter Anfang. Ja. Aber wo ist das Lagerhaus? Ist das hier? Wahrscheinlich, wa? Zerschlagene Kisten. Jemand kroch davon und hinterließ eine Blutspur. Wenn ich Ula finde, führt er mich vielleicht zu Gorm. Zumindest könnte ich einen Verbündeten gewinnen. Jemand knackte das Schloss und floh. Oder wurde weggeschleppt. Könnte eine Spur sein. Jemand brach hier durch, sorgte für ziemliche Unordnung. Vielleicht kam Olaf hier lang. Fußabdrücke. Vielleicht Olafs? Ist eigentlich schlimm, dass man bei Olaf nur noch an den Pinguin, sag ich schon, an den Schneemann denken kann. Aber hier geht's ja nicht weiter jetzt. Da unten. Die Spur führt nach oben. Gut. Dann kann ich mich umsehen. Kann man hier interagieren? Nö. So, hier gehen die Fußspuren weiter. Und jetzt kommen wir zu der Spur, die wir vorhin hatten. Genau. Olaf. Ja. Götter, solch einen Ort sah ich noch nie. Es ist so still. Und nirgends ein Gebäude aus Stein. So. Götter, solch einen Ort sah ich noch nie. Wie sie das noch fünfmal sagt. Es ist so still. Und so, nirgends ein Gebäude aus Stein. Diese beiden geben sich wie Anführer. Seid gegrüßt, Freunde. Versteht, können wir uns verständigen? Oya, Ganyatera Geronu. Jokno Hoda Tigade Giga Jungwe. Spricht jemand von euch Nordisch oder Sächsisch? Zazadegwat Giga Jungwe, Yate de Wayanderi. Yate Jungwe Yehrize, Onazini Toditni Gunra di Hantos Negaa.
giga odzi da'a, wa o nazitne giga jungwe. Tigade natne'e. Das ist Zünen. Ihr Name bedeutet Einsicht. Janja da. Ich muss mal ganz kurz gucken, Leute. Wenn ich den Untertitel anmache. Jetzt muss ich überlegen, wo ist das? Nee. Wo haben wir Untertitel? Untertitel. Da nicht. Audio? Ah, hier. Oe giga. Zi nue oia ganyatera keronu i tres. Danu ahinasku. Ahoya dagenha toka ahuna darohage giga. Tja. Sünen, du hast uns Freunde gebracht. Anscheinend ja nicht, Leute. Anscheinend ja nicht. Hat nichts gebracht. So. Option. Na, bei Audio. Also soll man das gar nicht wissen, was die sagt. Diese Kleidung. Bin ich noch in Midgard? Anscheinend nicht. Folge der Anführerin des Dorfes. Ah, mach ich. In den alten Sagas sind Wasserfälle Orte der Macht. Giga, oya ganyatera geheronu, rodaska. Oh. Das ist eine Sprache, die ich kenne. Aber die Worte klingen wirr. Satunde gatiga, rojadatkum. Zatzetzant doga asqueni. Toner, erda ancha da hawite nega'a. Dann warf ich mein Auge in die Quelle. Das ist Weisheit. Klingt nach dem Gerede eines Seelers. Wer bist du? Olaf bin ich. Olaf. Ich werde Olaf der Glücklose genannt, aber glaub das nicht. Und wo ist... Versprich, dass du es schnell tust. Was? Erstich mich nicht von hinten, Drinker. Wie Sigurd und der Drache. Bitte. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich suche nach Gorm. Du willst mich nicht töten? Heute nicht. Oh, dann bleib Gorm lieber fern. Er ist kein guter Mann, ganz und gar nicht. Was solltest du von solch einem furchtbaren Mann wollen? Gorm schuldet mir etwas. Das geht dich nichts an. Du stellst zu viele Fragen. Es ist eine Frage der Ehre. Und in dieser Hinsicht schuldet mir Gorm etwas. Belassen wir es dabei. Oh, gut. Ja, ja. Ehre ist gut. Olaf wird dir helfen. Olaf wird dir so sehr helfen. Ehre ist das Einzige, ja? Das Einzige. Ich sah Kampfspuren in eurem Lager. Ist zwischen dir und Gorm etwas vorgefallen? Nicht der Rede wert. Er war nicht erfreut über meinen Tauschhandel mit den Dorfbewohnern hier. Er schlug mich, legte mich in Ketten. Ich entwischte, war frei. Doch nicht so glücklos, was? Ich lebe noch, ja. Ich lebe noch. Gut, weise mir den Weg zu Gorm. Das geht nicht. Er ist fort. Weit fort in den Lagern dieser Wälder. Alle gut bewacht. Er könnte in jedem sein. Warum Lager? Siedelt er hier? Oder sucht er etwas? Er sucht, ja, ja. Immerzu sucht er. Und nie findet er, der fiese, fiese Backraut. Und wie finde ich diese Lager? Ich kann es dir zeigen. Komm noch, komm, komm. Der hat sie auf jeden Fall auch nicht alle, Leute. Der ist ein bisschen am Leben vorbeigelaufen, glaube ich. Olaf, würdest du mir etwas erzählen? Alles, was Olaf erzählen kann, wird Olaf seiner neuen großen Freundin erzählen. Geh mit Olaf. Warum sollte Gorm in diese namenlose Wildnis übersetzen? Ein großes Wagnis für so trübe Aussichten. Gorm trägt eine Steinkugel bei sich, die spricht. Sie sagt ihm, wohin er geht und was er tun soll. Ein sprechender Stein? Es stimmt. Wenn der Alpenstein sagt, er soll suchen, dann sucht er. Wenn er sagt Grab, dann gräbt er. Er
höchst seltsam. Wonach gräbt er denn? Dieses Geheimnis verrät er nicht. Doch meine Vermutung ist die beste. Er sucht die Tür nach Jötunheim. Götter, solch einen Ort sah ich noch nie. Es ist so still und nirgends ein Gebäude aus Stein. Wie sie das jetzt schon zum 10. Mal sagt. Nirgends ein Gebäude aus Stein. Da, jenseits des Flusses. Eines von Gorms Lagern. So sehen alle aus, alle. Sie sind gut bewacht, sagst du? Oh ja, von großen Männern. Krieger, die jeden Fremden sofort angreifen. Jeden. Und sie sind gut bewaffnet. Nicht so wie du. Ausgerüstet wie ein Stallbursche. Man braucht nicht viel, um zu töten. Aber scharfer Stahl hilft. Oh ja. Da hast du recht. Ich könnte bessere Waffen gebrauchen. Olaf wird helfen. Olaf sammelt Erz und Felle und tauscht sie gegen Kriegszeug. Erz und Felle? Das finde ich da draußen? Ja, ja. Einiges im Wald. Viel mehr in Gorms Lagern. Tausche es dann mit den Leuten hier. So leicht wie ein Lächeln. Ja, ja. Ich verstehe ihre Sprache nicht. Kannst du für mich übersetzen? Nicht nötig, nein. Wir sprechen mit Zeichen. Geh einfach zu einem Händler und handle. Nimm das hier. Ein paar Waren für den Anfang. Ich danke dir, Olaf. Und bis ich es dir erlaube, sprich mit niemandem darüber, ja? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich handeln. Handeln, Leute. Wir sollen handeln. Können wir nicht noch eine Runde Oelek spielen? Oelek war super. Ich glaube, es gibt's hier nicht. Hier gibt's noch einen Händler. Aber hier sehen wir mal die Quest jetzt. Die Map. Okay. Dann haben wir Fertigkeitspunkte. Wie gesagt, wir gehen mal bei Gelb weiter. Dieses Auto-Looten war ganz geil. Ja, ja. Müssen wir aber bis da rum. Gut. So, wo ist der Händler? Ich sehe gar keinen Händler auf der Map. Da oben. Und du, was spielt ihr hier? Wir braten Fleisch. Da ist doch übrigens die Asche dran am Fleisch. Komisches Volk. Er scheint Waren tauschen zu wollen. Ah, okay. Skarner. Nee, warum? Warum soll ich gehen? So, handeln. Beim Händler kannst du wertvolle Güter im Austausch gegen Materialien erhalten. Ach, hier gibt's sowas wie Geld nicht, Leute. Hier gibt's nur, ich geb dir Brot, du gibst mir Leder oder so. Ach, was, hier können wir uns so voll zum Indianer machen? Okay, verstehe. Aber hier so eine Mahlzeiten, du kannst dich heilen. Ja, wa. Zum Glück haben wir Dingsbums gesammelt. Nee, hier. Ja, ist ein Erz. Bogen wäre nicht schlecht. Oha, den kann ich mir nicht leisten. Hm? Schade. Kann mir nichts weiter leisten. Hat er gerade Hurensohn gesagt? Alter. Hat er wirklich. Eine Keule. Und hier hat man einen Speer. Ja, wir können uns nichts davon leisten. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Ich kann in die Wälder gehen, direkt zu Gorm. Oder Rohstoffe sammeln und gegen bessere Waffen eintauschen. Okay. Gorm hat für sein Vorhaben Lager bauen lassen. Erhalte Ausrüstung, indem du Einheimischen handelst. Da müsste ich ja jetzt hier überall rum. Hey, Zimtkissen, vielen Dank, Digi. Danke für deinen Host, herzlich willkommen. Nimm noch die Keule, die konnte ich mir nicht leisten, oder? Gott, der Jodar, du. Die Keule konnte ich mir nicht leisten. Hier, pass auf. Aber der Speer wäre schon cooler. Ah, besser als nichts. Jetzt bin ich pleite, toll. Dankeschön, Zimtkissen, herzlich willkommen. Was habt ihr gezockt? Ich muss gehen. Bleib gesund. So, jetzt haben wir eine Keule, Leute. Muss ich erstmal ausrüsten. Alt-Inventar. Nehmen wir echt nix, wa? Krass. Ah ja,
besser als nichts. So. Lager bauen lassen. Finde und töte ihn. Was siehst du, alte Freundin? Könnt ihr mal da drüben gucken, hier bei dem großen Lager. Vielleicht findet man hier auch so Gegenstände. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich eher nicht. Dass man die quasi beklauen könnte. League of Legends. Okay. Jo, danke dir auch einen schönen Abend. So. Gorm ist irgendwo in diesen Wäldern. Er ist irgendwo in diesen Wäldern. Ja, wir haben ja hier auch noch diese ganzen Synchro-Punkte. Achso, ich habe ja auch keinen. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch kein Pferd und nichts, wa? Oha, was ist denn mit dem Boot da unten los? Okay. Flatsch. Ja, Leute, das Boot, das ist, unerreichbar für mich. So, wie war das nochmal? Wer hatte nochmal nach Bugs gefragt? Da wäre einer. Ich habe ja nicht mal einen Bogen, Alter. Also ein Bogen wäre halt schon eigentlich nötig. Was sind das jetzt hier? Wölfe? Hey, jetzt hat sie doch eine Axt. Leder. So, da ist Metall. Naja, da müsste ich jetzt plündern und brandschatzen wahrscheinlich. Die Lager, die der bauen lassen hat. Um diese hochqualitativen Sachen zu bekommen. Es war ein Flugboot. Habe ich Netti eigentlich schon begrüßt? Hallo Netti. Egal wie lange es dauert. Ja, sei doch mal jetzt nicht so aggressiv. Wir müssen uns doch erstmal Vinland angucken hier. Beziehungsweise die Ausguckpunkte freischalten. Und nebenbei so ein bisschen Ressourcen mitnehmen. Aber viel gibt es ja auch nicht zu holen. Ein Bogen wäre halt schon wichtig eigentlich. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen, wie viel so ein Bogen gekostet hat. An Materialien. Ja, oder was? Keiner. Der Wolf da unten. Der interessiert nicht. Ist noch ein Wolf? Ah, da war eine Schlange, glaube ich. Wenn man das so hört. Zack, zack. Na, geh hoch. Zwei Kohlebar. Ja, das wäre die Frage, wo soll ich die hier herkriegen? So, Synchro, Leute. Ziemlich bergig, finde ich. Ziemlich bergig. Böckidi, böckidi. Aber hier unten ist auch noch ein Händler. Aha. Vielleicht hat der einen Bogen. Guten Tag. Genau. Okay, gibt's überall das Gleiche. Also zwei Kohlebahnen. Was ist das andere? Leder, wa? Ja gut, Leder brauchen wir nur Viecher töten. Und dann noch, boah, aber 95. 95 Eisenerz. Hotel. Das ist schon hart. Wir sehen uns bald wieder. Wo versteckst du dich, Gorm? Ja, warte mal. Wir müssen hier mal so ein Lager aufspüren. Guck mal, hier zum Beispiel einen Außenposten. Und dann können wir gleich nach hier hinten weitergehen. Warum vibriert das hier so? Als neues, glaube ich, wa? Weil ich es aufgedeckt habe. Ja, dann lass doch dahin gehen. Musst halt Sneaky machen, mit der versteckten Klinge killen. Ja, genau das werde ich auch vorhaben.
Weil jetzt hier ewig rumcryen und rumlooten. Will ich eigentlich auch nicht unbedingt. Hier überall Schlangen sind. Das ist der Schlangenpfad, Leute. Das ist der Schlangenpfad. Das ist mega bergig hier, aber ich find's ganz cool. Bin auch mal gespannt, ob wir später nochmal zurück zu Harald kommen. Harald Schönhaar, der ja unsere Heimat belagert und König von allen sein möchte. Ich kann mir vorstellen, dass wir später nochmal zurückkehren und ihm die Stirn bieten. Oder auch nicht. Einfach so akzeptieren wäre auch möglich. So, jetzt haben wir lauter Pfeile, aber keinen Bogen. Können wir die nicht werfen? Was ist das da eigentlich? Warum ist es so voll verlockend, da hochzuklettern? Okay, kann man nicht. So, hier haben wir ein Lager schon mal. Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch mega Ressourcen. Ah, fast. Fast hätte ich den Adler erwischt. So, Leute. Mich würde ja mal interessieren, was die für ein Level haben. Hier steht ja nicht von wegen, so und so ein Level wird benötigt. So, der da unten hat einen Schlüssel. Aha, aber wenn der mit dem Schleichangriff nur so wenig Schaden nimmt. Auch ganz schön dick. Ist das nicht einfach auch Sneaky Clown? Ist da ein Loch im Zelt? Tatsächlich. Ach so, da brauche ich die Schlüssel. Ah. Okay. Das heißt, hier unten erstmal den Ding zu holen. In die Schlacht! Ah, stimmt, ich habe ja nicht mal eine Rüstung an. Weil er hat seinen eigenen beworfen. Aber ich kann nicht weg, ich habe keine Ausdauer. Götter. Mir tut alles weh. Ich dachte, ich wäre tot. Hä? Do de Gordie. Do ga Asaya ge giga. An de wa zeruna de zizerung hiaga. Sayak. Du willst, dass ich die esse? Was hältst du jetzt von, eigentlich von Sigurd und seinem Verhalten, was er jetzt so an den Tag legt? Naja, driftet halt komplett ab. Kein Wunder, dass wir uns gegen ihn wenden. Die Seherin hatte ja gemeint, wir wenden uns ab. Die Landschaft hat ein bisschen was von Far Cry 5. Stimmt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hast recht. Bei mir ist das ein bisschen zu bergig. Unsere Freunde haben mich mit ihren Beeren geheilt. Ich bin dankbar. Ja, ja. Und die Holunderbeeren schmecken auch gut. Sie tun gut. Ich fühle mich viel besser. Wachsen diese Holunderbeeren hier in der Gegend? Ja, ja, überall im Land. Hier und dort. Okay. Olaf, erzähl mir von deinem Zerwürfnis mit Gorm. Er erwischte mich, als ich aus seinen verschlossenen Truhen stahl. Ich wollte mit den Einheimischen hier handeln. Und dann hat er dich verprügelt, nicht wahr? Ja, ja. Nun bleibe ich an meinem sicheren Ort. Lunderbären, ein neuer Ort von Bären, kann nur in den Dörfern und Wäldern gefunden werden. Stimmt, hier ist sogar eine. Hm. Jetzt seht ihr, warum die Dings so wichtig sind hier. Die Schnellreisepunkte.
Weil wenn ich da gucke, ja doch, ein bisschen schneller ist es. Ein bisschen schneller ist es. Eigentlich musst du, glaube ich, sogar grinden, weil ohne Waffen, Alter, ist schon heftig. Ohne Waffen ist schon heftig. So, jetzt markieren wir uns mal den nächsten hier. Weil hier ist auch noch ein Dorf. Außenposten. Ja, vor allem ohne Bogen so. Ich habe ja immer gerne mit Bogen sneaky alle weggeschossen, aber... Guck mal hier, die ist viel zu bergig. Die muss jedes Mal klettern jetzt. Oh, wobei, hier geht's. Und ohne... Astrodon, beantwortet das deine Frage eigentlich? Hilf mir. Sei meine Augen. Zum Glück gibt's sowas wie Schnellreise. Wie nicht verfügbar. Hör auf jetzt. Weil ich rutsche, oder was? Ah, lecko mio mio lecko, Alter. Hey, kommst du nicht mehr raus? Der kommst du nicht mehr raus, du. Aus der Affäre kommst du nicht mehr raus. Jetzt muss ich nur mal gucken hier. Das war vor einer Minute. Das sieht doch gut aus. Ist wahrscheinlich genau da in dem Loch. Es war tatsächlich in dem Loch, aber ging noch. Es war in dem Loch, aber ging noch. Stimmt, man könnte eigentlich vier angeln hier, das bringt ja auch Leder, glaube ich. So, wir wollten dahin. Ne, ich konnte gar nichts mehr drücken. Ich konnte gar nichts mehr drücken. Wie, wenn ich den töte, kriege ich eine Mahlzeit? Was ist das denn? Wie funktioniert das denn? Flasch. Da oben. Aber so, die Map ist ganz schön, ey. Muss man schon sagen. Zwar, wie gesagt, echt bergig, aber ist mal was anderes. So ein Wingsuit wäre geil. Wer kennt sie nicht? Die Wikinger Wingsuits. Die Wikinger Suits. Oh, da unten ist ja schon so ein Puff. Gibt ja auch Wikinger-Assassinen. Ja, das stimmt. Ja, ein bisschen Fehl am Platz. Guck mal, da unten ist aber auch wieder eine Hütte. Eine Hütte. Können wir hier tauchen? Fische kloppen? Nee. Hast du wieder einen Händler, oder was? Tatsächlich. Ein Händler. Gott, der Jodadu. Es wäre cool, wenn man irgendwo das vielleicht finden könnte, einfach. Rüstung haben wir halt auch nicht, wa? Guck mal, ich habe fast alles null, ey. Wir müssen die Dinger ausrauben. Das nützt nichts. Ich muss los. Bis bald. Ich muss los. Bis bald. Hau rein, Tim. So. Hier ist ja schon unser Außenposten. Müssen wir uns das wohl mal leise angucken. Und da sage ich leise Scheiße. So, das Problem ist, dass da oben schon alleine... Nee. Dass da oben schon allein ein Bogenschütze ist. Wir machen mal kurz speichern.
Weil ist wichtig und so. Dann brauche ich das nicht nochmal machen. Wobei, da ist ja jetzt ein Schnellreisepunkt. So, egal. Sieht der mich? Verschwinde! Ich hab mich da gar nicht gesehen, du Arsch. Wer mich sucht? Holunderbeeren sammeln. So, da komme ich jetzt aber irgendwie nicht so richtig. Jetzt komme ich da nur die Leiter hoch, oder was? Frage ist, ob ich den mit dem Attentat kaputt kriege überhaupt. Oder aber zu stark ist. Jo, Wolle, mach's gut, gute Nacht. Na doch, kriegen wir. Na gut, dann ist es gar nicht so schwer, weil dann können wir es leise machen. Was in Asgard geht hier vor? Mal nachgucken, komm. Wer hier rumpfeift. Im Busch. Oder wie er da rüber jumpt. So, den kriege ich jetzt zum Beispiel nicht. Vollgeburt! So, führe meine Hand zum Ruhm. Und das war so leise, Leute, dass das keiner gehört hat. Okay, warum sie sich jetzt den Bogen nicht einfach nehmen kann, oder? Warum sie sich den Bogen jetzt nicht einfach nehmen kann? Zielübung! Trefft das Häschen! War doch gut. Das Gute ist, die haben eigentlich immer die Materialien dabei. Seht ihr das? Wenn ich die loote, haben die immer die Materialien dabei, die ich brauche. Das ist echt ganz nice. So, hier brauche ich wieder den Schlüssel. Den Schlüssel, aber das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Der ist da drüben. Beim Hauptmannszelt. Ja, also mit Bogen wäre das ja alles schon ein bisschen einfacher, definitiv. Bis in 5 Minuten. Hey, was geht da vor sich? Ja, komm doch mal gucken, komm. Na gut, ey, aber gegen 3 will ich jetzt nicht unbedingt hier. Ach, guck mal. Alter, wer ist er denn, der Große da? Combo. Dein Schicksal ist besiegelt. Lass uns mal woanders kämpfen, ist mir zu eng hier. Du stirbst, so oder so. Leute, er hat seinen eigenen beschossen gerade. Das ist der mit dem Schlüssel. Willst du sterben? Richtet euch nach mir.
Ist aber nicht nett. Jetzt stirbst du. Sagt wer? Wer war das hier? Du verdienst den Blut. Ja. Der Typ mit dem, der Große ist der Typ mit dem. Ich darf jetzt nicht nachlässig werden. Mit dem Schlüssel. Ja. Nee, der Schlüssel liegt hier. Ah. Oh, da gibt's aber viel Eisenerz. Ah, okay. Oh, hi, Grüße. Du gehörst Odin! Nimm das! Wie er einfach rumspastet. Was macht der denn da? Ist der benommen? Oh, Alter. Von beiden Seiten mit dem Hammer ist schon hart. Und der hat nicht mal Loot. Leute, der hat nicht mal Loot. Gut. Ja, geht. Es geht mit dem Knüppel. Es geht. Oh. Ja, du. Das war mal was anderes. Das war mal was anderes. Ja, ich hab doch. Hä? Was habe ich denn dann für einen Schlüssel aufgehoben? Gorm muss in der Nähe sein. Sein Untergang naht. Hä? Ich hab doch einen Schlüssel. Für jedes Ton. Oh. Zwei Schlüssel. Bedummt. Ah, da drüben. 100 Bro da drüben. Wer ist denn das jetzt noch? Da oben. Ach ne, hier, wo kommt ihr denn her? Die Götter wollen dich nicht. Ist aber schon böse. Die Götter wollen dich nicht. Jemand einen Schlüssel für mich? Wenn ihr keine Schlüssel habt, dann gehe ich. Was hat die gerade gesagt? Die Sau flieht? Ah, da ist ein Schlüssel, oder? Die ja jetzt nicht unbedingt töten. Du Trolldirne! Du Trolldirne! Ah, ein Wölfchen. Gibt Leder, alles gut. Wie sneaky ist sie denn um die Ecke? Hallo Heike. Ah, also pro ausgeraubtes Lager ein Kohlebahn. Okay, das bedeutet ja. Da noch und dann könnten wir uns den Bogen holen. Mal gucken mit den Schlüsseln. Wir können dem nämlich auch stehlen. Das ist ganz geil. Brauche ich die Typen nicht mal töten? Das wäre dann so richtig sneaky.
Robert, vielen Dank fürs Followen. Also irgendwie haut das Follow-Ding nicht hin. Ah, jetzt ploppt er auf. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Followen. So, jetzt gucken wir mal. Das ist halt der da unten, der den Schlüssel hat. Aber da war auch irgendwie einer rechts. Weil den da kriege ich 100 pro auch nicht, den mit der Axt kriege ich 100 pro auch nicht, wenn ich nah dran stehe. Der jetzt hier hoch. Kommt er? Ich Glück hab, fällt er runter. Nimm das! Und keiner hat's mitbekommen, Leute. Oh doch, da kommen zwei. Aber nicht der mit dem Schlüssel, oder? Ja, der steht da unten, ne? Ah doch, der kommt da auch. Ah, der... Lol. Macht mal einen ruhigen. Das ist der dämliche Wolf, wollte ich gerade sagen. Hat er den wieder zurückgerufen? Machen schon Schaden, die Dudes. Schon wieder. Na komm doch mal her jetzt, komm. Scheiße, kommt der Wolf. Hey, warte! Ha. Du wirst mir nicht entkommen! Ah, ich häng fest. Uah. Muss den Wolf wegkriegen, der verrät mich immer, die Sau. Oha. Ach, ich dachte, hier wäre ein Tunnel zum Tauchen. Vor allem brauche ich Energie. Schwierig. Ganz schwierige Kiste. Hier sind keine Bären zu finden. Kacke. Kacke. Das ist Kacke. Ich brauche halt einen Bogen, ey. Das fehlt mir so hart. Krass. Ich bin so auf Bogen fixiert. Brauche ich aber nur noch da unten die Kiste. Kiste. Oben ist aber auch nichts Bäriges. So, haben die sich jetzt wieder beruhigt hier oder was? So, hier ist der Typ jetzt unten. Ach, guck mal, der ist ja gar nicht mehr da. Schlüsselmeister, okay.
Da ist der Wolf. Oha, Alter, der macht richtig Damage. Den schon mal weg, aber Leben haben wir keins mehr. Hier unten nicht noch. Ein Lager nah beim Dorf. Gorm könnte dort sein. Warum ist hier alles so streng bewacht? Was hast du zu verbergen, Gorm? Nur dieses Brückenlagers weiß vielleicht etwas über Gorms Verbleib. Mal gleich die Orte da checken. Der war in dem Lager und in dem Lager. Dann kann man vielleicht eine Route sehen, wo er hin ist. Aber ich will halt gerne noch die Ausrüstung haben, dann habe ich mir nicht wenigstens einen Bogen zusammen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist der Schlüsseltyp. Wir können ihn ja auch beklauen, das ist das Gute daran. Man kann ihn auch bestehlen. So, wenn ich mich jetzt runterlasse, leise, hinter ihm. Noch ein Fuchs hier, Wolf. Ich glaube, die haben noch einen Wolf hier, oder? Ah, scheiße. Den mit einem Attentat überhaupt bekämpfen kann, weil der einen ja riecht. Wollte stampfen. Komm, ich mach's dir schon. Energie, ey. Kein Ausweg für dich. Dein Leben gehört Odin.
Gleich hab ich... Die gehen ja klar, Alter, aber die Lager, die sind halt übertrieben bewacht. Für eine Attacke hier, wenn ich auf den zurenne. Energie nicht vorhanden. Oh, jetzt bleibt sie da hängen. Alter, überall bleibt die hängen hier. Ich brauche doch einen Bogen. Das Ding ist, man kann den ja beklauen. Ich will den irgendwie beklauen, Leute. Ich muss den da hochpfeifen. Das klappt, wenn ich von oben beim Loch pfeife? Das könnte klappen. Könnte, muss aber nicht. Scheiß Wölfe, ey. Die nerven auch so hart. So, da unten ist er. Kommt der jetzt hoch? Na, guck mal, wenn er jetzt hochkommt. Können wir den wegmachen? Der Kämpfer, hey, mal eine Frage in die Runde. Bei mir ruckelt manchmal die Zwischensequenz ganz kurz. Spiel auf PS4. War bei mir eigentlich nicht auf der PS4. Ich habe auf der PS4 angefangen. So, jetzt kommt er. Vielleicht kann ich ihn jetzt bestehlen. Stehlen. Jetzt den Schlüssel? Jetzt habe ich den Schlüssel, sehr gut. Frage ist, ob die Kiste auch wieder zwei Schlüssel braucht. Jetzt brauche ich nur noch Leder und Eisen, dann habe ich wenigstens schon mal einen Bogen. Kann man den bestehlen? Nö. Was denn jetzt?
Aber der hustet immer noch da unten. Dein Leben gehört Odin. Ich habe diesen Monat einige. Es war noch einer mit einem extra Schatz, glaube ich. Der hat einen gelben Punkt über dem Kopf. Der da hinten mit seinem scheiß Wolf. Wir reißen dir die Kehle raus! Aber sein Scheiß wieder eigentlich auch reinrennen. Oha. Alleine deine Stärke. Eigentlich kann ich hier auch abhauen. So, jetzt gucken wir mal. Der war im Steinhaus. Wo war das Steinhaus? Das war da, wo ich angekommen bin, richtig? Frage ist, wo bin ich angekommen? Hier, glaube ich. Steht ja... Ach ne, hier. Steinhauslager. So, dann war er hier. Also er war da. 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 Und das mit N. Wo ist das mit N? Da oben. Naja, der wird so ein, der wird die Route gelaufen sein, quasi. Vom Steinlager dahin, dahin und dann dahin. Also müssen wir da hoch. Da lang. 400 Meter. 400 Meter! Jo, Leute, hier bin ich. Du willst schon gehen? Oha, was war das denn? Moonwalk den Berg runter. Geiler Typ. Geile Frau, meine ich. So. Oha, Jaguar. Wenn man Fälle über die Ohren zieht. Mietzekätzchen. Cooler Move. So, weiß jetzt noch jemand, wie viel Dings ich brauchte? Kohlebahn habe ich auf jeden Fall genug. Boah, ich dürfte echt genug haben, oder? Dürfte eigentlich genug haben für den nächsten Händler und einen Bogen. Das sieht da gut aus. Proviant ist voll. Dings in der Nähe sein. Doch, da. Dann gehen wir da mal kurz hin. Holen uns den Bogen. Guck mal, da ist ein Truthahn. Alter, wie schnell der Truthahn ist.
Gucken, ob wir uns den Bogen leisten können, ich hoffe. Kannst du die Typen zum Beispiel auch von der Brücke schießen? Ist voll gut, weil der Boden da kaputt geht. Die Frage ist, ob das die einzige Quest hier ist. Wahrscheinlich schon, wa? Die Kunst daran ist es, mit deinen wenigen Waffen den Typen zu besiegen, denke ich. Hallo Markus, willkommen im Stream. Und man kann das halt schnell machen, indem man es so probiert mit Knüppel. Oder man macht es halt langsam, indem man grindet und sich die Waffen kauft. Mir wäre nur der Bogen wichtig. Skana. Ja. Neon Hala Joyanere. Joyanere, Zinoho, da Wasserago. Nur Eisenerz fehlt. Otena. Okay. Nun muss ich gehen. Auf bald. So, wir haben einen Bogen, Leute. Wir haben einen Bogen. Inklusive Jagdpfeile. So, jetzt haben wir aber keine Pfeile gerade. Das ist schlecht. Naja. Finden wir ja da im Lager, hoffe ich. Denke ich. Ja, aber der hat doch gerade 5 Pfeile bekommen. So, das müssen, da müssen wir jetzt auch nochmal den Dings finden, oder was? Den Brief. Was siehst du da oben, Sü? Da sind 2 Dudes. Da ist ein Schatz, da ist ein Schlüssel. Ah. Danke für den Hinweis, Kira. Du hast natürlich recht. Ausrüsten wäre eine Maßnahme. 17 Pfeile, naja. Damit können wir doch arbeiten. So, die beiden Typen hier besiegen. Wie viel Schaden macht der Bogen? Ui. Das ist sehr gut. Den quasi erschießen. Bleib bloß stehen, sofort! Dein Schicksal ruft! Ah, dann komm mal hoch. Stell dich! Endlich Bogen, ey. Seht ihr, da geht das nämlich ratzifatzi. Ratzifatzi bombazzi. So, das war der erste Schlüssel. Hochjagen können die Typen, sehe ich gerade. Naja. Bei Zeiten. Ich habe ihn gefunden, Leute. Was einst war, wird wieder sein. Ach, da unten hat er eine ganze Armee. Gorm, Kjetvison. Autoplündern haben wir, glaube ich, fertig. Autoplündern. Da unten. Sehr gut. Was haben wir da so? Sturz abfangen. Schon gewundert, wann das endlich kommt mit Sturm am. Oh. Er ist fertig mit seiner Rede, sehe ich gerade. Shit, jetzt haben die mich alle gesehen. Ne, dann hau ich nochmal ab.
Dann ist das nichts für mich. Ihr baut eine Ramme. Ja, wo geht's denn hier hin? Tunnel. Aha, was ist das denn hier? Ein Templer, Tempel? Templer-Tempel. Boy. Ach, mein Bogen wieder. Ich bin halt ein Fernkämpfer, Leute. Was soll ich machen? So, das war's, Leute. Wir haben's. Glück ist verbraucht! Bestätigen. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du mich in den Tod nicht... Komm mal ran. Komm mal ran. Schön daneben. Nicht eingetroffen. Vollidiot. Du musst doch nur noch seinen Tod bestätigen, Mensch. Komm, 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 komm. Warte. Warte. Dies ist nicht die Halle der 500 Türen. Dies ist nicht der Fels der Gefallenen. Wo sind die Frauen auf den geflügelten Pferden? Niemand, der die würdigsten Krieger kürt. Du, meine Erzfeindin. Dies ist Niflheel, das kalte Nebelreich. Hierher kommen die treulosen Toten, um erneut zu sterben. Hier lösen sich Geister in Nebel auf, um vergessen zu werden. Deine Einmischung hat uns alle verdammt, du Arschkrähe. Mehr Lügen von einem geborenen Lügner. Sprich die Wahrheit. Was führt den Orden nach Vinland? Die Befreiung einer Göttin. Ein Wesen voller Macht und Licht. In fernen Zeiten von den Jötner begraben. Schade, Gorm. Du wirst sie nicht treffen. Gorms Steinauge. Es summt und verbreitet ein seltsames Gefühl. Anderweltlich. Wonach grub Gorm? Etwas, das tief in dieser Höhle ist? Olaf sollte wissen. Vollidiot. Die Frauen wissen, auf den... Dass ein peiniger Tod ist. Das schulde ich ihm. Wo sind die Frauen auf den geflügelten Pferden, fragt er. Ah, da wurde ich das Kleingedruckte gelesen. Guck mal, hier können wir die Dings reinpacken. Die Wahrscheinlichkeiten führten uns hierher. Die Berechnungen geben uns Hoffnung. Das ist nichts für mich. Ich sollte zu Olaf zurückkehren.
Wie das verdient zu erfahren, was hier passiert wie ist. Wie das ist nichts für dich. Was? Hä? Warum? Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Hat ja gar keinen Sinn. Wie das ist nichts für sie. Aber ich glaube, das war's hier mit unserer Mission. Sagen wir Olaf noch Bescheid? Den bisschen verwirrten Olaf. Bisschen ist gut. So. Jo, Cat, mach's gut, schlaf schön. Wo treibt er sich denn rum? Achso, da in seiner Höhle, wa? Du musst dich nicht mehr verstecken, Olaf. Gorm ist tot. Gorm? Tot? Durch deine Hand? Er zahlte einen blutigen Preis für seine Ehrlosigkeit. Mehr sage ich nicht. Kehre zu deiner Schwester zurück. Oh, das werde ich. Doch zuerst geselle ich mich zu den Einheimischen ans Feuer. Ich höre gern ihre Geschichten, auch wenn ich nichts verstehe. Geschichten? Erzählen sie ihre eigenen Sagas? Ja, ja, sie erzählen Geschichten. Ja, komm, hör zu. Zokki, Rarundunde, Wasagohrori, Neyotzi, Zizu, Waharu, Hau, Toyedene, Zinue Rodiskaragete, Junkquirotaguani, Dehni Zaruki, Totni Dagwe, Yatehni Ganare, Ziosumaya, Danu Akwegu, Gasumahunzi, Yotzi, Zizu, Yagode Denegwa, Dawagu, Danu Rarundude, Yesutne Irede. Zokki, Osumogu, ja undke Doda, Ahirek, Dogatka Negere. Ich finde es mega schade, dass es keinen Untertitel gibt, was die überhaupt sagt. Ich verstehe dich nicht. Du willst, dass ich eine Geschichte erzähle? Na gut, lass mich überlegen. Eine Geschichte von Verrat, von selbstsüchtiger Bosheit, von Göttern wie verzogene Kinder. Von all unseren vielen Göttern ist Odin der am meisten Verehrte. Er ist der Allvater, der Erhabene, der weise König. Trotz all seines Ruhms kann er auch der trügerischste seiner Art sein. Eigensüchtig, zurückgezogen, stur, sogar grausam. In lang vergangenen Tagen geschah es, dass Odins Sohn Balder plötzlich von seiner einzigen Schwäche getötet wurde. Der Mistel. Odin hielt den Tod seines Sohnes für einen Unfall und sandte eine Nachricht zur Jötunheil mit der Bitte, seinen lieben Sohn ins Leben zurückzulassen. Heil willigte ein, unter einer Bedingung. Jedes lebende Wesen in den neuen Welten musste eine Träne der Liebe für Balder vergießen. Sofort ließ Odin in jedem Winkel der Welt seine Bitte verlauten, dass alle für seinen geliebten Jungen weinen mögen. Und alle folgten, bis auf eine.
Eine Jötun namens Tök weigerte sich für Balder zu weinen. Soll Hel behalten, was sie erhielt, sagte Tök voll Bosheit. Und so war Balder für immer verloren. Er wurde mit einem Totenboot nach Midgard geschickt und dort zwischen Bäumen und Felsen begraben. Was Odin nicht wusste, Tök war niemand anderes als der verkleidete, listenreiche Loki. Ein Gott, den er Freund nannte. Schlimmer noch, Loki war es, der Balder durch einen Mistelzweig in den Tod geführt hatte. All diese Kniffe und Finden waren Lokis Geist entsprungen. Manche sagen, es lag an Lokis grausamer Natur. Andere hielten es für Rache für etwas, das Odin Loki und seinen Kindern angetan hatte. Und wieder andere glauben, dass all diese Taten, ob gütig oder grausam, vor langer Zeit in die Muster ihrer Leben gewoben wurden. Dass wir nicht die Verfasser unseres eigenen Schicksals sind, sondern nur seine Leser. Und dass wir... Oh. dass wir uns gegen diese Sicht wehren sollten. Denn sie ist nicht willkommen. Angwagara duha se ne at nowara raugara. Nene och niot di watadet nowiakge. Gorm brachte diesen Stein zu einem seltsamen Zweck über die Walstraße. Ich weiß nicht wieso, doch er scheint zu diesem Land zu gehören. Josgats. Gwa. Rasnu sage wat ni dahre. Dagwa wirde go? Nimm du ihn und bewahre ihn. Eines Tages erfährst du vielleicht seinen Zweck. Danke euch allen für alles, was ihr getan habt. Aya watski, yetisotogungaha, ayezahaharahda, gatnaraga. Coole Geschichte. Was sollen wir denn noch machen? Mit Hilda sprechen? Hilda! Mit Hilda und Olaf haben wir ja auch schon getroffen. Hilda und Olaf. Ich weiß, wo die den Namen mal herzaubern, Leute. Wo die den Namen mal herzaubern. Ich glaube, das war es aber auch von Vinland. Ich glaube, mehr soll man hier gar nicht machen. Questmäßig. Man ist ja nur hierher gefahren, um den Dude zu töten. Der war auch einer von den Templern. Wo wir dann fallen. So. Reittier hat man hier auch nicht. Na gut, aber bei dem Berg, bei dem bergigen Land hier, da ist es auch kein Wunder. Gucken wir mal. Aber finde ich ganz cool, dass man mal eine andere Map hatte. Zwischendrin. Danke für gar nichts. Jetzt bin ich arbeitslos. Kein Wort. Und er hat es. Jora aus Jofurvik. Du hast deine Arbeit lange liegen lassen. Jora gibt es nicht länger. Mein Name ist Eivor, Dränger des Rabenclans. Und mein Zweck ist erfüllt. Zweck? Welcher Zweck denn? Gorm ist tot! Der Troll ist tot! Olaf! Schwester, lass uns feiern! Gorm Kjötfisson gibt es nicht mehr. Erschlagen von Eivor Rabenfreundin, Eivor Waldläuferin, Eivor Olafs Retterin. Was ist los? Ich hatte eine langwährende Blutfehde mit Gorm und seinem Clan. Nun kann sie ruhen. Oh, die Skalden werden von diesem Tag berichten, wie Eivor Gorm bis an den Rand der Welt jagte. Wie dem auch sei, Gorm ist tot. Ich würde euch empfehlen, diesen Ort zu verlassen. Hier gibt es nichts für uns. Ich widerspreche nicht. Gorm war wahnsinnig und wahrlich ein Troll. Aber er bezahlte uns in Silber und das war genug. Bruder, geht es dir gut? Ich befürchtete das Schlimmste. Mir geht es gut. Ja, ach so gut. Und vielleicht bleibe ich eine Weile bei den Freunden, die ich hier gefunden habe. Wie du wünschst, Bruder. Und du, Eivor, wohin wirst du gehen?
Mit uns über das Meer oder zurück in die Wälder? Ich segle mit euch. Brechen wir auf. Pass auf dich auf, Olaf. In diesem Leben und dem nächsten. Leb wohl. Leb wohl. Weit windet sich die Walstraße vor mir. Grausam das Geschehen, das mich hergeführt. Mein Los mag meinen Leib an dieses Land binden, doch vorerst beschreite ich die See. Scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ich sollte mit Heitam sprechen. So, wir haben wieder unsere Ausrüstung. Ah, wir könnten da wieder hin. Ich komme wieder. Und ich werde hier sein. Leute, aha. Und somit wurde das nächste Assassin's Creed gezeigt. Meinst du? So. Proviant voll. Wir sollen wieder mit das Ordenssiegel. Das ist der Dude hier, oder? Ich vergesse mal seinen Namen, aber ich glaube, das war der hier. Gorm ist tot. Namenlos und allein jenseits der offenen See. Ein Meister des Ordens. Vom Stamm ihres sterbenden Baumes gehauen. Du näherst dich den Wurzeln. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Je weniger es von ihnen gibt, desto heller erstrahlt die Welt. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Sehr gut. Doch... Bleib mal gucken hier. Wobei, ich muss ehrlich sagen, die Attacken hier nutze ich überhaupt nicht. Also so gar nicht. Zieh die Nahkampfwaffe in deiner rechten Hand an. Gegner, die den Feuer fangen, erledigen zusätzlich... Kann man machen, muss man aber auch nicht. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. So. Da die Kugel des Wissens wieder im Einsatz ist, okay, diese Kugel ist eine der Urahnen. Wäre ja schon komisch, eine Höhle zu finden. Mit einem Tor, die Kugel in der Hand und Ava sagt, das ist nichts für mich. Ist schon ein bisschen komisch, ja. Gebe ich dir recht. So, wir sollen zu Randvi. Randvi. Haben wir eigentlich mittlerweile schon wieder Sachen gekriegt zum Ausbauen? Also Material. Randvi, schön dich zu sehen. Wie schön dich zu sehen, Liebling. Liebling, oh, hallo. Du warst so lange weg. Warst du besorgt? Selbstverständlich. Solch eine lange Reise. Konntest du tun, was getan werden musste? Ja. Und ich brenne darauf, mich nun um die Dinge hier vor Ort zu kümmern. Gut. Es ist vollbracht. Gorm ist tot. Und der Kjötvison-Clan aus dieser Welt getilgt. Gut. Ich würde gerne alles über deine Reise nach Vinland erfahren, wenn du die Zeit findest. Eines Tages. Bündnis geschlossen, Leute. Es war ein Bündnis sogar. Okay. Wobei die uns jetzt ja auch nicht so viel helfen können. Mal wie die Karte da einfach unten drunter gelegt ist. So, Leute, würde ich sagen, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Träumt ihr nicht vergessen.